Hallo, ich bin der Matthias und ich bin Biersommelier, auch noch Bierbotschafter für das Reiseland Nordrhein-Westfalen. Deswegen habe ich auch hier meinen Buff mit nordrhein-westfälischen Wappen. Heute möchte ich aber mit euch ein paar bayerische Biere probieren und Biere vom Tegernsee. So, ihr seht hier Biere vom herzoglich-bayerischen Brauhaus Tegernsee. Das Brauhaus gehört einer echten Herzogin von Bayern. Die Brauerei wurde 1675 gegründet und befindet sich in einem alten Kloster direkt am Tegernsee. Also wenn ihr einmal zum Tegernsee fahrt, Landkreis Miesbach, Oberbayern, lohnt sich auch ein Abstecher in diese Brauerei. Die Brauerei am Tegernsee braut ca. 120.000 Hektoliter Bier. 120.000 Hekto steht für einmal 100 Liter. Ja, könnt ihr selber ausrechnen, wie viel das wirklich jetzt in Liter ist. So, es gibt ganz, ganz tolle Biere. Wir finden jetzt hier einmal das Tegernseer Hell. Ein richtig schönes, helles Bier, das wir auch gleich mal verkosten werden. Dann das Tegernsee Spezial, das so ein Export ist vom Bierstil. Und noch einmal die Variante Dunkles Export. Natürlich gibt es noch weitere Biere vom herzöglich-bayerischen Brauhaus am Tegernsee. Es gibt zum Beispiel noch einen Pilz und es gibt einen ganz, ganz tollen Doppelbock, der auf den schönen Namen Quirinus hört. Dann fangen wir jetzt mal mit dem Tegernseer Hell an. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie das ausschaut. Dieses Hell hat eine richtig schöne hellgelbe Farbe, ein weißer Schaum, der sehr feinporig ist. Naja, in diesem Glas ist nicht wirklich üppig, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich das Glas in der geschifften Maschine hatte. Das sollte man nicht tun. Es riecht sehr, sehr frisch. Es hat eine ganz, ganz leichte Note von Limone. Man merkt auch so eine schöne erdig-würzige Note, die vom Hopfen kommt. Und eine leichte Malzigkeit, eine süße, leichte, süße, brotige, biskuitartige Malzigkeit. Und dann wollen wir doch mal probieren, ob das auch auf der Zunge nachher so ist. Also ich finde, dass dieses Bier schon sehr überrascht für ein helles, hat es doch eine sehr prägnante Hopfennote, die jetzt eine schöne Balance hat mit dem Malz, aber trotzdem eigentlich schon fast in eine richtige in Richtung Pilz geht. Vom Alkoholgehalt liegt das Bier bei 4,8 Volumenprozent. Es ist für ein helles eher im unteren Bereich. Damit 4,8, 4,9 Volumenprozent Alkohol liegen wir eigentlich klassisch beim Pilz und beim Hellen starten wir normalerweise bei 5,0 Volumenprozent und gehen hoch bis auf 5,5. Das ist hier also wirklich sehr, sehr schön umgesetzt, dass wir eine ganz, ganz tolle und auch erfrischende Aromatik drin haben, trotz des niedrigen Alkoholgehalts. Also ein Top-Bier aus Bayern. So, unser zweites Bier ist das Tegernseer Spezial. Da kriegen wir auf jeden Fall vom Alkoholgehalt schon mehr Spaß. 5,6 Volumenprozent Alkohol. Spezial ist eigentlich vom Bierstil her ein Märzen. Ihr seht jetzt von der Farbe her, ist auch schön, schön gelb. Oh, jetzt kommt schon eine richtig schöne Malznote, so eine leicht brotige, getreideartige Note in die Nase. Der Hopfen spielt tatsächlich eine untergeordnete Rolle als gerade beim Tegernseer Hell. Das Bier ist schön klar. Leicht grasig, kräuterige Noten sind ja auch drin. Oh ja. Also hier schmecken wir eine deutlich kräuterige, würzige Note raus. Trotzdem ist das Bier unglaublich weich. Also die Kohlensäure ist fast gar nicht zu bemerken. So weich ist das. Sie ist da. Sie ist auf jeden Fall da und gibt dem Bier auch eine Frische. Aber im Mund fühlt sich das unheimlich toll und weich an. Also als würde man in einen schönen, saftigen Käsekuchen beißen. Hm.
der Abgang. Im Abgang bleibt so eine schöne, leichte Bittere hängen. Die Zunge, die kribbelt noch so richtig schön von den Hopfenaromen, die noch drauf spielen. Also ein ganz, ganz tolles Bier, das ich jetzt auf jeden Fall mit einem Gauler kombinieren würde. Und das einfach jetzt auch wunderbar passt, wenn ich am Grill stehe und vielleicht so Geflügel auf dem Grill liegen habe. Zum Fleisch, zum Steak oder so ist das jetzt nicht so geeignet, aber für alle leichteren Geflügel oder Fischarten ist es ein hervorragender Begleiter. So, das hier ist ein Märzen. Es steht spezial drauf, aber vom Bierstil ein klassisches Märzen. Warum Märzen? Man hat früher im Winter Bier gebraut. Und ein Märzen wurde immer gebraut im Monat März, wie der Name schon sagt. Weil später im Jahr war es einfach zu warm. Da konnte man die Biere nicht vergären lassen, denn wir haben ja untergärige Hefe hier drin und die braucht eine Temperatur von maximal 15 Grad. Wird die Temperatur höher, wie wir so im Sommer nun mal haben, arbeitet die Hefe nicht optimal. Außerdem wurde früher auch mit Holz und Feuer gearbeitet in den Brauereien. Das sogenannte Biersieden, das Bierkochen, war immer mit Feuer verbunden. Und im Sommer war die Brandgefahr einfach höher. Ja, auch deswegen ein Grund, warum man im Winter gebraut hat. Und klassisch, jetzt kommt's, endet ein Braujahr im September und beginnt am 1. Oktober. Brauersilvester wird am 30. September gefeiert. Das dritte Bier im Bunde ist auch ein Spezial, das dunkle, aber hier steht es tatsächlich Export drauf. Also Tegernseer, dunkles Export. Ah ja. Sieht das nicht herrlich aus? Also ein richtig schönes, ganz klares Bier. Man kann durchgucken, obwohl es so dunkel ist. Es hat eine richtig schöne, ja, kastanienbraune, dunkelkupferfarbene Farbe. Der Schaum extrem, extrem fein. Das Bier hat gar nicht mal so viel Alkohol. Es sind hier tatsächlich nur 5 Volumenprozent. Also anders als beim Spezial mit den 5,6 Volumenprozent, obwohl es der gleiche Bierstil ist. Aber ein Export oder ein Spezial darf ja in dem Bereich 5% bis 5,6, 5,8% durchaus liegen. Ganz anders als das Spezial finden wir jetzt hier in dem Tegernseer Dunkelexport ganz tolle Noten von Karamell, bayerisch Malz, leichte Röstaromen, die schon so ein bisschen an Zartbitterschokolade erinnern. Auf jeden Fall was Nussiges ist hier mit drin. Der Hopfen, der spielt ja eine untergeordnete Rolle. Die Malznoten sind absolut dominant. Dann will ich das mal probieren. Oh, ist das toll. Das ist toll. Also, das ist jetzt wirklich so, wenn ich jetzt grillen würde, ja, und ein schönes Steak auf dem Grill liegen hätte, wäre das meine erste Wahl. Wir haben hier ganz, ganz tolle nussige Noten drin, karamellige Noten, eine unglaublich schöne, weiche Süße, die so an Toffee erinnert. Ein Hauch von Schokolade und Kaffee ist hier auch noch mit drin. Das ist ein Bier. Sicherlich nichts, was ich jetzt so trinken würde nach dem Fußballspielen oder nach dem Rasenmähen. Aber wenn ich die Füße hochlege, ja, so am Tagesende, oder wirklich was Tolles, was Fleischiges zum Essen habe, vielleicht aber auch einen Schokoladenkuchen, ich glaube, das geht auch ganz gut, dann ist das Bier meine erste Wahl. Wenn ihr auch die Biere vom herzoglich-bayerischen Brauhaus Tegernsee probieren wollt, dann kommt doch einfach mal hierher zum Getränke Werner. Prost!